Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Video zur Campi Flegrei. Wir haben den 25.05.2024. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video werden wir auf die aktuelle Situation nochmal ein wenig eingehen und ich werde euch anhand meiner für euch erstellten Grafik genau zeigen, was da unten im Untergrund so vonstatten geht. Was mich gewundert hat in der letzten Zeit, ist, dass meine Grafik, die ich hier für euch erstellt habe, fast genauso aussieht wie die, die vom INGV jetzt erstellt worden ist. Laut der letzten Studie, die in einem Zeitraum von 20 Jahren durchgeführt worden ist, von 1982 bis 2022. Und das ist wirklich, war für mich schon echt lobenswert, sage ich jetzt mal. Ich will jetzt nicht eingebildet klingen, aber das zeigt mir einfach, dass ich wirklich sehr, sehr genau mit diesem Thema arbeite und dass ich mich auch sehr gut da reingelesen habe, denn ich konnte mir nur aus Schriften, also aus Papier quasi diese Grafik erstellen. Und dass diese jetzt genauso, fast genauso aussieht wie die vom INGV, hat mich schon wirklich echt gewundert und auch irgendwo ein wenig stolz gemacht. Deswegen könnt ihr mir gerne schon mal ein Abo dalassen und ein Like auf dieses Video. Das würde mich echt sehr, 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 sehr freuen. Und wir beginnen jetzt erstmal in diesem Video mit den aktuellen Daten, denn es manifestierte sich heute gegen 3 Uhr morgens ein weiteres Schwarmbeben. Und das Ganze hatte den Höhepunkt mit einem M2,7 in 2,4 Kilometern Tiefe. Und das Erdbeben fand hier wieder im Bereich der Solfatara statt. Dort haben sich in der letzten Zeit viele Erdbeben größerer Magnituden gezeigt. Wir hatten unter anderem auch jetzt im vergangenen Monat 3 Erdbeben über Magnitude 3. Und man darf halt wirklich nicht vergessen, dass die Solfatara der aktivste Krater ist und dass dort auch die meisten Messungen bei den Flegreischen Feldern durchgeführt werden. Das hat auch einen ganz besonderen Grund. Dort ist die Aktivität deutlich ersichtlich und auch anhand der Pischiarelli-Fumarole, die sich am östlichen äußeren Kraterrand der Solfatara befindet. Ja, so, und was jetzt da unten aktuell so vonstatten geht, es entstehen immer neue Proteste, die Menschen bekommen immer mehr Panik, auch die Wissenschaftler streiten sich sogar untereinander, weil viele gehen tatsächlich davon aus, dass es jetzt in der nächsten Zeit zu einer Eruption kommen wird. Wiederum andere sagen, ja, wir haben zwar Magma in 5 Kilometern Tiefe laut der Studie, aber es heißt noch lange nicht, dass wir hier jetzt in den nächsten Jahren mit einer Eruption rechnen müssen. Dennoch darf man hier nicht ausschließen, dass es täglich, wirklich täglich zu einer, ja, schon phreatischen Eruption im Bereich der Solfatara auch kommen könnte. Allerdings vermute ich jetzt hier erstmal in den nächsten Jahren, dass die Solfatara ihre Aktivität so schon signifikant steigern wird. Das heißt, dass wir deutlich sehen können, dass die Fumarolenaktivität steigert und dass wir hier vielleicht sogar eine kleinere Dampferuption erleben könnten. Denn der Druck hier unten im von mir eingezeichneten hydrothermalen System ist auch deutlich erhöht. Ne, das sieht man auch anhand der Pischiarelli-Fumarole. Die hat zwischendurch immer, ja, mal 94 Grad, dann mal 95 Grad, 96 Grad. Und der Druck unten im hydrothermalen System ist auch aufgrund der Bodenhebung enorm hoch. Wir haben direkt unter dem hydrothermalen System sitzend die Decksteinschicht. Das ist einmal diese hier, die habe ich euch hier eingezeichnet. So, und hier in diesem Bereich manifestieren sich tatsächlich, also in diesen Tiefen, Herdentiefen, manifestieren sich auch die meisten Erdbeben. Und was jetzt hier deutlich geworden ist, auch an der Messung der Erdbeben, dass wir hier im Bereich des Golfes von Pozzuoli, also hier ungefähr so jetzt von mir eingezeichnet, einen neuen Erdbeben-Hotspot haben. Ja, und diese Erdbeben, die sich dort manifestieren, die befinden sich alle ungefähr in den Herdentiefen von, ja, so 1,5 bis 2,5, 3 Kilometern Tiefe, also die meisten davon, auch viele tatsächlich im mikroseismischen Bereich. Ja, und die befinden sich alle immer im Bereich des hydrothermalen Systems und da, wo die Decksteinschicht sitzt. Also hier überall manifestieren sich sehr, 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 sehr viele Erdbeben. So, und das zeigt einfach, weil ja auch ersichtlich, also deutlich geworden ist, dass das Deckgestein an seiner dehnbaren Belastungsgrenze angekommen ist. Das heißt, es ist nicht mehr duktil, sondern es wird immer spröder. So, und hier besteht natürlich auch das Risiko einer supermassiven Eruption. Das darf man natürlich nicht
vergessen und aus den Augen verlieren. Ja? Ich mache das jetzt mal gerade kurz hier wieder alles weg, damit ich wieder neue Einzeichnungen machen kann. So, weil Wissenschaftler sagen, ja, wir erleben jetzt hier eher eine kleinere Eruption, so im Bereich der Solfatara oder auch woanders. Ne? Das heißt nicht immer unbedingt da, wo sich die meisten Erdbeben manifestieren, dass es dort auch zwingend zu einer Eruption kommt. Oder auch am Höhepunkt jetzt zum Beispiel des Rite-GPS-Messgerätes. Das liegt hier unten im Hafen von Pozzuoli. So, das da, ja, ich darf nicht zu nah dran gehen. Das ist hier dieser Bereich. Dort sitzt das Rite-GPS und misst aktuell die am stärksten gemessene Bodenhebung. Ja? So, und wir haben jetzt hier im Durchschnitt immer so gut zwischen, ich nenne es jetzt mal grob, zwischen 20 und 30 mm pro Monat. Das heißt, die Bodenhebung hat sich dort in diesem Gebiet verdoppelt und zwischendurch tatsächlich auch verdreifacht. Ja, so, und das heißt nicht zwingend, dass wir jetzt dort mit einer Eruption rechnen müssen oder im Allgemeinen auch mit einer Eruption rechnen müssen. Denn hier hat man auch viele verschiedene Daten, auf die man achten muss, ja. Zum Beispiel auch die Gasemissionen, also es würde sich die magmatische Zusammensetzung, diese Zusammensetzung der chemischen Zusammensetzungen der aufsteigenden Gase, die würden sich enorm verändern. Und auch die hydrothermale Aktivität, das heißt nicht nur die Fumarole, die Piscarelli-Fumarole an sich würde ihre Aktivität ersichtlich steigern, sondern es würden sich tatsächlich auch im Gebiet der Phlegräischen Felder viele neue Fumarolen bilden. Ne? Das heißt, man hat einen hohen Gasaustritt und auch die Mofetten, ja, also hier im Marien- bis Submarinenbereich, ne, die austretenden Gase, auch dem, die man hier sehr schön am Averno-See immer erkennen kann. Ha, kleinen Moment, so hier. Das ist der Averno-See, Averno-Krater, und dort hat man dann auch eine mit Sicherheit ersichtliche Steigerung der Mofettenaktivität. Also, dass wir dort eine sehr extrem hohe Ausgasung haben, das konnte man jetzt tatsächlich auch nach dem 4,4-Erdbeben am 20.05. sehr gut beobachten, dass der See ordentlich ausgegast hat. Ja? So, und das hat jetzt so dieses Bild von diesem See, hatte so ungefähr den, ja, denselben Anschein so wie der Lacher See, auch hier bei mir in der Vulkaneifel. Ne? Und das ist wirklich momentan, auch wenn es sehr, sehr schlecht für die Menschen da unten ist, ist es aber trotzdem auch für uns Hobby-Vulkanologen und auch im Allgemeinen für die Wissenschaftler da unten ein äußerst interessantes Phänomen. Denn so, durch diese ganzen Phänomene können wieder neue wissenschaftliche Daten gesammelt werden und auch diese Studien können im Allgemeinen immer weiter ausgebaut werden. Diese Ereignisse, die sich jetzt momentan da unten zeigen, sind äußerst wichtig für unsere Wissenschaft. Richtig, richtig wichtig. Denn wir haben es hier mit einem, in Anführungszeichen, mit einem Supervulkan zu tun, ja. Also er hat ja so in seiner vergangenen Eruptionsgeschichte keine supermassiven Eruptionen. Also die waren schon massiv, aber nicht supermassiv, dass man hier von einer Supervulkaneruption sprechen kann. Den Begriff gibt es ja nicht, nochmal nebenbei erwähnt. Ne, so, und dass man hier wirklich sagen kann, ey, das knallt jetzt hier einfach demnächst. Ja? Und das dürfen wir jetzt erstmal natürlich auch nicht aus der Sicht verlieren, denn möglich ist tatsächlich momentan alles. Ja, man kann mit einer kleineren Eruption rechnen, man kann aber auch mit einer massiven Eruption rechnen. Ja, so, wir müssen aber jetzt hier erstmal die weiteren Daten abwarten. Wir haben hier sitzend in ungefähr 8 bis 10 Kilometern Tiefe die große Magmakammer. Dort wird sie vermutet in dieser Tiefe und jetzt soll sich laut dieser neuen Studie vom INGV und von der University Mailand Magma in ungefähr 5 Kilometern Tiefe angesammelt haben. So, und wir haben jetzt hier nicht nur die magmatischen Fluide, die aufsteigen und einen enormen Druck von unten an diese Decksteinschicht ausüben, ja, sondern jetzt haben wir hier, so wie es aussieht, ja, laut dieser Studie, auch einen potenziellen, ja, Druckkandidaten von unten, der von unten nochmal gegen diese Decksteinschicht drückt. Und wir haben auch, das konnten wir auch jetzt anhand meiner letzten Updates sehr gut ausarbeiten, haben wir in diesem Gebiet auch eine tektonische Störungszone. Ja, und das übt nochmal zusätzlichen Druck auf dieses vulkanische System auf. Wir haben eine Sinkline-Störungszone und das bedeutet, ihr seht hier zum Beispiel von mir auch sehr gut eingezeichnet, diese ganzen Erdschichten hier. Und diese Erdschichten falten sich an dieser Störungszone auf, ja, und können einen zusätzlichen Druck auf dieses System, auf dieses vulkanische System ausüben.
So, das heißt, wir haben jetzt hier viele Komponenten zusammengefasst, die einen Druck auf dieses System ausüben könnten und die dieses Deckgestein auch schneller zu Bruch bringen könnten. So, und mich hat auch einer gefragt, Patrick, wenn es jetzt hier an der Oberfläche zu einer kleineren Eruption kommen würde, ja, jetzt hier, wir nehmen jetzt hier mal zum Beispiel den Bereich der Solfatara, besteht dann auch trotzdem dass die Möglichkeit, dass es eine Kettenreaktion gibt, dass sich diese kleinere Eruption dann auch in eine supermassive Eruption umwandeln könnte? Das halte ich persönlich nicht für ausgeschlossen. Da lege ich mich aber nicht zu 100% drauf fest. Es ist von mir selber eingeschätzt. Ja, so, das heißt, wenn wir jetzt durch eine kleinere Eruption hier oben, ja, schon mal einen enormen Druckabbau haben, unten auch im Bereich des hydrothermalen Systems und dass sich im Allgemeinen das vulkanische System etwas, ja, beruhigen kann, ja, dann würde ich schon davon ausgehen, dass es tatsächlich noch möglich ist, weil wenn sich der Boden dann aufgrund dieses Druckabbaus wieder senken kann, das heißt, diese Decksteinschicht geht dann mit der Zeit wieder so in seine Ursprungsform zurück, ja, aber dadurch, dass das Gestein auch wieder zurückgeht, man darf nicht vergessen, kann das Gestein auch trotzdem weiter brechen und sogar auch schneller brechen. Das heißt, wenn dieser ganze Druck mit der Zeit weggenommen wird von dieser Decksteinschicht, besteht die Möglichkeit, dass auch von unten her noch mehr Magma aufsteigen könnte, ja, also leichter aufsteigen könnte, weil wir haben dann kein festes Gestein mehr, sondern sprödes Gestein, ja, und dadurch können sehr viele Aufstiegspfade für Magma entstehen. Das heißt, dem Magma aus dem Untergrund wird es dann wirklich vereinfacht, an die Erdoberfläche aufzusteigen. Und wir haben hier unter anderem, das darf man natürlich auch nicht vergessen, im Bereich, ne, wie eben schon mal eingezeichnet, hier das hydrothermale System. Und wenn hier Magma auf das hydrothermale System trifft, könnte sich tatsächlich so eine Kettenreaktion zeigen und dass hier aus dieser kleineren Eruption am Tageslicht oben, ja, eine größere Eruption bilden könnten. Also könnte, ja. Wir haben eine absenkende Gesteinsschicht in diesem Bereich. Ja, das konnte man auch sehr schön auf den letzten Grafiken des ENGVs erkennen. Das heißt, wenn der Druck weggenommen wird und sich dieses ganze Gestein dann wieder absenkt, ja, und auf die Magmakammer unten drauf drückt, ja, dann entsteht wieder ein potenzieller Druckkandidat, ja, und dann könnte es wahrscheinlich auch zu einer großen supermassiven Eruption kommen. Ja, denn dazu sind die phlegräischen Felder eindeutig in der Lage, auch wenn sie es in ihrer vergangenen Eruptionsgeschichte von zum Beispiel vor 39.000 Jahren und vor 15.000 Jahren, wo sich die beiden ersichtlichen Kalderen gebildet haben, dass sich dort dann leider Gottes wahrscheinlich wieder eine neue Caldera bilden könnte und dass viele, viele hunderttausende Menschen, wenn nicht sogar Millionen Menschen in Gefahr sind. Direkt lebend auf den phlegräischen Feldern sind insgesamt 360.000 Menschen und im gesamten Ballungsraum da um die phlegräischen Felder rum, mit Neapel eingeschlossen, leben hier knapp 5 Millionen Menschen. Und ich will es wirklich hoffen, ja, weil die Wissenschaftler sind jetzt dort unten, Entschuldigung, täglich vor Ort, wirklich täglich, und die Daten werden besonders intensiv im Auge behalten. Sollte sich hier eine Eruption andeuten, ja, dann wird dieses Gebiet unmittelbar und sofort evakuiert. Sie handeln sofort, ja, und da lassen die sich dann auch keine Zeit. Es gibt hier verlässliche Datenquellen, worauf diese Menschen sich beziehen, auf ihre Messinstrumente. Ja, und diese Menschen sagen, ey, bis hierhin und nicht weiter, jetzt evakuieren wir. Ja, weil da wurde ich vor kurzem auch nochmal gefragt, ey Patrick, was passiert denn da jetzt, wenn es direkt abrupt zu einer massiven Eruption käme? Da steckt man natürlich nicht drin. Man geht bei so einem vulkanisch komplexen System davon aus, ja, dass sich hier ein Vulkanausbruch mit vielen hunderten bis tausenden Erdbeben vorher andeuten würde. Ja, und dass es dann zur Eruption kommt. Und gewisse Datensätze besagen es dann, wenn die Wissenschaftler sagen, bis hierhin und nicht weiter, dass es dann erst in den nächsten Wochen bis Monaten zu einer Eruption kommt und nicht so direkt kurz bevor. Allerdings stecken wir da nicht drin, ne? Weil es kann auch abrupt und relativ geräuschlos, ohne dass sich viele Erdbeben in einem gewissen Gebiet manifestieren, dass es dort dann zu einer Eruption dann halt kommt. Eine kleinere Eruption in diesen Gebieten wäre wirklich schon fatal. Ne, wenn wir uns alleine auch mal hier schon den Monte Nuovo angucken, weil hier alleine in dem Gebiet rund um den Monte Nuovo leben auch schon ein paar tausend Menschen.
Ja, und das ist wirklich super, super gefährlich einfach. Und man muss sich jetzt wirklich auf die Arbeit und auf die Daten der Wissenschaftler verlassen. Die wissen, was sie tun. Und ich ziehe wirklich meinen Hut vor diesen Wissenschaftlern einfach, ja. Weil die müssen sich einem enormen Druck aussetzen, auch diesem Druck der Bürger, die jetzt sehr verängstigt sind und viele Fragen haben. Und die Menschen müssen gleichzeitig ihre ganzen Messapparate im Auge behalten und wirklich gucken, dass dieses ganze System der Sensoren da unten einfach funktioniert. Denn es ist mit der bestüberwachteste Vulkan der Welt. So, und das geht jetzt aktuell da unten vor sich und ich freue mich, dass ihr mein Update bis hierhin geschaut habt und ihr könnt mir gerne ein kostenloses Abo da lassen und wenn ihr mich auch unterstützen wollt ein wenig, dürft ihr auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Ich habe hier Preisstufen entwickelt, einmal von 99 Cent bis 4,99 Euro. Da dürft ihr dann selber entscheiden, inwiefern ihr mich unterstützen wollt. Ihr kriegt dann auch ein paar Vorteile wie gesonderte Emojis, hervorgehobene Kommentare und das dürft ihr selber für euch entscheiden. Was ihr auch unbedingt machen müsst, Ihr müsst unbedingt ein kostenloses Abo, dazu zwinge ich euch jetzt, ein kostenloses Abo bei den Kanälen meiner Partner dalassen. Einmal bei dem lieben Sven von Vulkantastisch und bei dem lieben Patrick von Apocalyptic Science. Er hat jetzt vor einem Tag wieder sein erstes Video zu den Fliegerischen Feldern hochgeladen und das hat sofort reingehauen. Die Menschen haben sich auch so gefreut, der macht wirklich auch eine Top-Arbeit, auch der Sven. Und da bleibt ihr zum Thema Vulkane und Vulkane weltweit. Die berichten auch noch über andere Vulkane. Ich habe mich jetzt mehr so auf Island und Italien spezialisiert. Ja, die berichten auch über den Toba und über alle möglichen Vulkane einfach. Da bleibt ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Mark Seglat würde sich unter anderem auch freuen. Das ist meine Infoseite. Da beziehe ich meine Infos her und erstelle daraus meine Videos, ja, über die Infos, die ich dort lese. Vulkane.net. Eine Seite, die ich euch unbedingt empfehlen würde. Da bleibt ihr jeden Tag auf dem aktuellsten Stand, tatsächlich nicht nur zu Thema Vulkan, sondern auch zum Thema Erdbeben und anderer Naturphänomene, Unwetter, Überschwemmungen, alles dabei rund um top. Der Mensch schreibt sich jeden Tag die Fingerwund. Und das würde ich euch wirklich empfehlen, da einzuschalten und euch diese Seite mal wirklich genauer anzugucken. Ich bin raus an der Stelle. Macht es gut. Euer Patrick von Lidum Produktion. Auf Wiedersehen.